Hey Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuesten, hoffentlich Daily Vlog. Ja, gestern ist das natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Gestern habe ich das Musikvideo hochgeladen, von dem ich vor einer Weile schon mal gesprochen habe, das ich für meine Schule machen musste. Und logischerweise wurde es in Deutschland von der GEMA gesperrt. Wie das halt immer ist in Deutschland. Ich wusste es eigentlich schon, aber ich bin einfach nicht auf die einfache, super simple Idee gekommen, wie ich das fixen könnte. Aber jetzt hat mich glücklicherweise ein Kommentar auf die Idee gebracht, wie ich das machen könnte. Ich habe es jetzt nämlich nochmal hochgeladen auf Vimeo. Und deswegen verlinke ich euch das hier irgendwo. Der Link ist wahrscheinlich in der Videobeschreibung. Klickt einfach drauf, falls ihr es überhaupt sehen wollt. Wenn ihr es nicht sehen wollt, dann ist eh gut. Und ja, dann könnt ihr mein wundervolles Musikvideo sehen. Ich hatte jetzt nicht super viel Zeit, um das irgendwie ordentlich zu machen oder so. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so super klasse. Aber ich finde, es ist ganz cool geworden. Ich finde es ganz lustig. Und es kam auch in meiner Klasse gut an. Daher, awesome. Ich hatte heute mal gar keinen Unterricht, denn heute war ich bei einer Digital Media Competition, wo es ganz verschiedene Kategorien gab für Webseitendesign und Video und Photoshop und so einen ganzen Kram. Ich wollte es eigentlich in zwei verschiedenen Kategorien machen, nämlich in Photoshop und in Adobe Premiere Pro. Allerdings hat die Zeit dann nicht gereicht. Das war ganz lustig, wir waren drei Leute, die Premiere gemacht haben. Ich habe mich dann auch für Premiere entschieden und Photoshop nicht gemacht. Es ist dann darauf hinausgelaufen, dass alle irgendwie um 11.30 Uhr fertig waren und wir dann gerade so richtig angefangen haben. Es gab zwei Teile und zwar gab es einmal einen Test. Und alle Tests hatten ein Zeitlimit von 50 Minuten. Außer der Premiere-Test. Der war aber irgendwie voll komisch. Da gab es dann manchmal so Fragen, bei denen man quasi das Interface vom Programm gesehen hat und dann irgendwas Bestimmtes machen musste. Das Problem war nur, dass es für alle Sachen, die man machen kann, in Videobearbeitungsprogrammen ungefähr 20 verschiedene Methoden gibt. Und sie wollten immer eine Methode haben, die ich gerade normalerweise nicht verwendet hätte. Ich verwende normalerweise sehr viele Keyboard-Shortcuts, also Tastaturbefehle. Ja, ich habe irgendwie immer andere Wege, das zu machen, als die das wollten. Allerdings konnte ich es nicht auf die Wege machen und musste dann super komische Sachen machen. Und teilweise habe ich dann genau gemacht, was sie mir gesagt haben und sie haben es trotzdem nicht anerkannt und es war seltsam. Auf jeden Fall, ja, so war das heute. Und dann, als wir Mittagspause hatten, waren alle anderen schon fertig mit dem zweiten Teil der Aufgabe, wo sie dann tatsächlich was machen mussten, wofür sie 2 Stunden Zeit hatten. Und dann wieder das richtig angefangen und wir hatten dann die Aufgabe, einen Werbespot für so ein Event zusammenzuschneiden mit so richtig schlechter Footage. Also die Videos, die die uns dafür gegeben haben, waren grottig. Die hatten schreckliche Soundqualität, die waren unglaublich verwackelt und so weiter. Die waren einfach unbrauchbar. Aber wir mussten daraus halt irgendwie einen brauchbaren Werbetrailer zusammenschneiden mit ein paar Effekten und so und ja, halt versuchen, da das Beste rauszuholen. Ich war ein bisschen enttäuscht von mir selbst, muss ich sagen. Obwohl, es war jetzt nicht scheiße oder so, aber wenn ich das mit denen verglichen habe, was die beiden anderen gemacht haben, die waren schon besser als ich. Okay, Themawechsel. Ich war gestern an einem unglaublich schönen Ort und ihr werdet nie drauf kommen, was das für ein Ort war, denn es war nicht irgendwie, ach, die wunderschöne Landschaft mit schönen Bergen und schönen Wäldern und Tälern, sondern es war der Chiropraktiker. Ich hatte in letzter Zeit so ein bisschen Probleme mit meinem Nacken und Rücken, seit ich beim Skifahren ein bisschen Akrobatik gemacht habe. Und auf jeden Fall wollte ich halt erstmal warten, bis ich da hingehe und dachte mir so, ach, das geht bestimmt wieder weg, bei mir geht alles immer von alleine weg. Aber naja, das war dann nach 2 Wochen oder so immer noch nicht wieder weg und da dachte ich mir, na gut, gehe ich lieber mal zum Doktor deswegen. Und dann hat sich rausgestellt, dass mein Rücken irgendwie voll verkrüppelt war und da irgendwelche Muskeln irgendwas Komisches gemacht haben und sonst was. Und irgendwie, als ich dann da lag auf dem Bauch, war mein eines Bein irgendwie 2 Zentimeter länger als mein anderes Bein, weil irgendwelche Muskeln verkrampft haben oder so. Das war ganz, ganz komisch. Und auf jeden Fall hat er dann halt so meinen Rücken geknackt und so. Und so geil hat das noch nie geknackt. Also so richtig so. Also meine Gastmutter saß komplett auf der anderen Seite des Raumes und sie hat gesagt, sie hat das voll laut gehört. Also es scheint schon recht laut gewesen zu sein. Und danach habe ich noch eine Elektroschocktherapie bekommen. Ich dachte als erstes, oh, das klingt ja lustig, Elektroschocktherapie. Aber das war dann nicht so, dass ich dann da saß und die ganze Zeit, sondern war im Endeffekt wie eine kleine Massage. War ganz schön. Vielleicht ein bisschen zu brutal. Aber das war meine eigene Schuld. Sie haben mich gefragt, wie hart ich es will. Und ich so, ach, kann ruhig härter sein, kann ruhig härter sein, kann ruhig härter sein. Und dann haben sie mich allein gelassen. Da hatte ich mir gefallen, warte mal, vielleicht doch ein bisschen hart. Ach, scheiß drauf. Ich habe mir heute mal was überlegt. Und zwar gibt es hier immer ganz viele, die mit so einem Captain America T-Shirt rumlaufen. Ich finde den auch cool und ich will mir eigentlich auch so ein Captain America T-Shirt kaufen. Aber dann habe ich überlegt, wäre das nicht irgendwie lustiger, wenn ich mir ein Captain Germany T-Shirt holen würde? So quasi als Parodie auf Captain America. Und dann habe ich mal online geschaut und das gibt es tatsächlich. Ich war tatsächlich nicht der Einzige mit der Idee. Und ich finde das geil. Ich werde mir das nicht kaufen, denn erstens auf dem T-Shirt hier sieht der Druck aus, als wäre der voll schlechte Qualität. Und zweitens kommt das irgendwie komisch rüber und ich weiß gar nicht, ob man das checken würde und so. Aber trotzdem, ich fand die Idee irgendwie cool. Captain Germany anstelle von Captain America. Awesome. Wie wär's mit Captain Frankreich? Oder Captain Italiano? Oh, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, während ich hier schon im Endscreen bin. Und zwar heute bei dieser Media Competition, da war auch einer dabei, der hatte so einen Button an seiner Jacke dran. Und ich habe dort einen
mir wohlbekannten Bart wiedererkannt. Und einige von euch wissen ja vielleicht, dass ich Weezy Wader Fan bin und den einfach nur liebe und vergöttere. Und für die von euch, die den nicht kennen, ist das vielleicht nicht so cool, aber auf jeden Fall hatte der so einen Button an seinem T-Shirt mit so einem Bart dran. Und eindeutig der Weezy Wader Bart. Und ich halt so, warte mal, bist du etwa ein Weezy Wader Fan? Und er so, ja! Und dann so, yay, Beard Lover, High Five, yay, awesome! Und ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich fand das voll geil. Habe ich einen anderen Beard Lover getroffen. Das war so schön. Okay, reicht. Tschüss.